Willkommen zurück bei Control und vielen lieben Dank wie immer für die Bewertungen der letzten Videos. In der letzten Folge sind wir Artis Visionen gefolgt. Wir haben Kapitel 8, glaube ich, abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt natürlich in einem neuen Kapitel. Oben links wird es eingeblendet. Polaris erreiche die Abteilung für Dimensionsforschung. Dazu müssen wir uns wieder in die Forschungsabteilung begeben, aber bevor wir das tun, muss ich nochmal schnell ein paar Missionen abchecken, denn wir haben ja auch in der letzten Folge 3 neue Missionen bekommen. Unter anderem könnte ich jetzt auch noch diese Mission hier in Angriff nehmen. Dazu müssen wir uns auch in der Forschungsabteilung mit Dr. Underhill treffen. Was haben wir hier noch? Das ist auch im Forschungssektor. Das ist auch im... Nee, das ist im Krankenflügel. Achso, das sind alles Missionen, wo es um diese Fungusbefälle geht. Und das ist auch in 3 verschiedenen Bereichen. Naja, gut. Darum könnten wir uns eigentlich kümmern. Wir könnten jetzt... vernichte den Fungus. Ja, wir nehmen mal diese Mission hier an. Bevor es weitergeht, schaue ich nochmal schnell in die Astralwerkstatt. Wir könnten uns auch ein paar Jukebox-Marken herstellen. Ah, das kostet 40.000 Materialien. Wir könnten unter anderem auch den Stich modifizieren, denn dadurch schaffen wir einen dritten Modifikationsplatz und da ich auch mit dem Stich sehr gerne arbeite, werde ich das auch mal machen. Genau. Jetzt hat er schon mal 2 Modifikationsplätze, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, bin ich falsch, oder? Oh, wir können was aufwerten. Werkstatt Stufe 4. Jawohl, jetzt haben wir hier auch schon die 5. Werkstattstufe erreicht. Da können wir uns ein paar tolle Sachen herstellen. Mal schauen, ist das wirklich auch so toll? Das kostet 1000 Materialien. Das sind persönliche Modifikationen. Ja komm, einmal hauen wir das rein. Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen. Ja, entweder habe ich das schon oder das ist besser wie das, was ich bisher habe. Bei den Waffenformen können wir jetzt gar nichts mehr machen. Wir haben alle Materialien vergeudet. Ich muss mal schauen, ob wir das jetzt anwenden können. Auf jeden Fall können wir hier noch was beim Stich hineinsetzen. Die Frage ist nur, was wir machen. Schaden plus 43% dort. Das ist nice. Alle anderen Sachen sind nicht so wirklich toll. Wir machen das mal mit dem Schaden. Da haben wir ja schon Stufe 4 drin, wie ich gerade sehe. Also können wir da die 3. auch noch reinhauen. Was haben wir hier noch? 32% ist das, was wir haben. Das gibt Leben. Genau. Ich habe 32% Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen und jetzt bekomme ich 39%. Tauschen wir mal glatt aus. Das kann sich schon sehen lassen. Das sollte dann auch reichen. Wir begeben uns jetzt zum Wartungsbereich zu den Kühlpumpen. Natürlich wie immer per Schnellreise. Da unten sind die Kühlpumpen. Okay, ich muss nur den richtigen Kontrollpunkt dafür finden. Da haben wir ihn auch schon. Obere Etage NSC Kühlpumpen. Da gehen wir hin. Ja, meine Güte, das ging ja relativ schnell.
Den Kontrollpunkt hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge uns geschaffen. Und wir müssen jetzt einfach nur noch nach dort vorne. Vernichte den Fungus. Genau. Hier sind wir richtig. Mal gucken, was der Stich jetzt auslöst mit der neuen Modifikation. Ein Treffer auf Stufe 4 und die sind down. Ist das nicht geil? Schnell nachladen, Jess. Nein, falsche Waffe. Der Typ in seinem Stuhl hat auch nichts mehr zu lachen. Komm, du kriegst noch ein Objekt ab. Bin er nicht so? Ach so. Okay. Ich treff dich ja nicht mit den Objekten. Wer kaspert hier unten noch rum? Das bist du, wa? Ja. Das waren erstmal alle Gegner, so wie es ausschaut. Aber wo ist der Fungus? Es wird auch eine Leiste eingeblendet. Das bedeutet, wir müssen mehrere Objekte zerstören. Ich muss sie nur finden. Das wird hier kaum der Fungus sein. Das Fadenkreuz wird auch mit Orange. Das sind ja jetzt, müsst ihr euch vorstellen, alles Missionen für den guten Artie, der uns natürlich seinen Walkman geschenkt hat, mit dem wir natürlich dann auch in der Hauptgeschichte weiterkommen. Das machen wir dann erst ein andermal. Erstmal möchte ich hier schauen, was wir hier mit dem Fungus machen müssen. Naja gut, jetzt bin ich erstmal hier unten. Aber wo genau muss ich denn hin? Das ist jetzt die Frage. Hier geht's wieder hoch. Das kann unmöglich der richtige Weg sein. Aber vielleicht finden wir hier auch den Fungus. Jedenfalls einige Teile davon. Das sind meiner Meinung nach diese Dinger, die wir wegschießen können, die dann auch so explodieren, die uns auch natürlich Schaden zufügen. Und ich hatte gedacht, dass wir hier richtig sind. Aber das ist nicht der Fall. Jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Also schnell wieder zurück. Wir werden das schon irgendwie finden. Kann ja nicht so schwer sein. Da müssen wir nur irgendwelche Sachen zerstören. Jetzt komme ich hier auch rein. Ach so, dann bin ich hier oben. Naja, gut. Aber wo zum Teufel ist der Fungusbefall? Ich sehe hier noch nichts. Jess, hilf mir bitte. Wo ist der Fungusbefall? Ich meine, wenn ich das jetzt auf Anhieb nicht finde, dann machen wir einfach eine andere Mission. Daran soll es auf jeden Fall nicht liegen. Aber wir sollten das schon irgendwie finden. Ach so, bei den Kühlpumpen. Ja, genau. Wer lesen kann, ist mal wieder komplett im Vorteil. Hier unten sind ja auch noch die Kühlpumpen. Und vielleicht ist hier der Fungusbefall. Wäre toll, wenn es so wäre. Eigentlich hatten wir damals in der Hauptgeschichte hier auch immer irgendwie was gefunden, was wir so wegschießen mussten. Aber das ist jetzt nicht mehr da. Warum zum Teufel wird mir das so schwer gemacht? Das ist in dem Spiel generell immer so. Man sucht sich wirklich echt einen Wolf. Manchmal ist es echt total einfach, aber ja, auf eine andere Art dann wieder nicht. Aber das ist generell ja auch der falsche Raum, glaube ich. Oh nein.
Ja, ja, ja. Da hast du nicht mit mir gerechnet, wa? Okay, nice. Das gehörte noch zu einer anderen Quest. Ja, wo zum Teufel ist dieser Fungusbefall? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch weiter höher müssen. Es ist ja toll, dass wir jetzt das eine hier gefunden haben, aber wenn ich das andere nicht finde, dann ist das doof. Ich meine, hier ist kein Pilzbefall. Jedenfalls sehe ich hier nichts. Nee, hier waren wir ja schon. Ich kann die Dinger auch nicht mehr abmachen. Ich habe erst gedacht, daran liegt das vielleicht. Wir können ja nochmal den Fahrstuhl aufmachen. Oder den Fahrstuhl vielmehr herunterholen, aber da wird auch nichts weiter passieren. Es sei denn, da kommen noch ein paar nette Gegner raus. Der kommt echt von ganz oben, der Fahrstuhl. Ja gut, da ist er auch. Aber da ist kein Gegner drin. Wo zur Hölle ist hier der Fungusbefall? Uns wird auch nur dieser eine Raum hier angezeigt. Nichts weiter. Aber mit dem Hinweis kann ich nicht wirklich was anfangen. Es sei denn, dass da oben ist der Fungusbefall. Aber da sind wir ja schon mal lang gelaufen. Versuch mal hier oben drauf zu kommen und dann von hier wieder nach da oben. Hallo erstmal. Jetzt sind wir wieder hier. Tolle Nummer. Gut, da war ich ja schon. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier dieser Befall wäre. Da oben ist noch ein Behälter drauf. Aber da kommen wir nicht hoch. Aber der Fungusbefall, ich sehe hier gerade was. Das könnte auch das dort oben sein. Ja, genau, das ist es. Sehr schön, hätten wir es gefunden. Du brauchst dich gar nicht verstecken. Okay, der Fungusbefall sind diese Dinger da oben. Ist ja toll, dass wir das dann doch noch gefunden haben. Ich liebe es einfach, wenn der Plan funktioniert. Und wenn wir natürlich auch eine Mission abschließen können. Jazz, lade bitte nach. Verdammte Axt, kommen hier viele Gegner. Auf die schleudere ich einfach ein paar Objekte. Wenn ich denn auch mal treffe. Wie immer erst die einfachen Lakaien fertig machen. Und dann sich um die anderen kümmern. Der braucht wieder mehr Treffer. Bitte nachladen, Jazz. Dankeschön. Okay. Soweit, so gut. Ein Drittel haben wir, glaube ich, schon von diesem Befall erledigt. Ich hoffe, die sind auch relativ gut einsehbar, die Dinger. Aber das ist mir vorhin aufgefallen, als ich da lang gelaufen bin. Dass das anders aussieht. Genau, die da oben sind das. Da oben scheint nichts zu kleben. Die Hälfte haben wir schon mal. Ist schon mal ein Anfang.
Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir das hier oben erstmal alles abchecken und dann den unteren Bereich uns zur Genüte ziehen. Ich schwebe mal darüber. Ah, nein, jetzt schweben wir runter. Verdammt, verdammt. Aber so viel kann das ja nicht sein. Man muss es halt nur finden, ja? Das ist die Pumpenstation. Ne, hier sind wir schon zu weit. Die Dinger sieht man eigentlich relativ gut. Was war das? Schon wieder eine Behördenbenachrichtigung. Wo zum Teufel ist das? Es wird ja auch wirklich nur dieser eine Bereich hier angezeigt. Wenn ich jetzt weiter runtergehe zu den anderen Kühlpumpen, dann weiß ich nicht, ob das auch dazu zählt. Jetzt sind wir hier schon wieder in einem völlig anderen Bereich, wo wir schon zweimal waren, glaube ich. Das ist aber nicht das, was ich suche. Aber hier ist kein Befall mehr. Jedenfalls sehe ich hier nichts mehr. Vielleicht zählen ja doch diese anderen Kühlpumpen da hinten auch mit zu diesem Bereich hier. Hau das mal da rein. Okay, das will nicht mehr, warum auch immer. Das da oben. Na gut, ich weiß nicht. Das checken wir gleich mal ab. Mal gucken, ob sich jetzt hier noch irgendwie was befindet. Aber das habe ich hier vorher nicht gesehen. Das wäre einfach aufgefallen in diesen Räumlichkeiten. Nee, es sieht nicht danach aus. Ich glaube, das können wir ausschließen. Ja, das können wir auf jeden Fall ausschließen. Die Sachen in den Missionen, ja, die befinden sich auch wirklich immer nur in diesem Bereich, der dann auch so markiert ist. Aber nichtsdestotrotz, der Bereich ist relativ scheiße groß. Und ich sehe hier keinen Befall. Drei Dinger fehlen uns noch. Auch unterhalb der Rohre befindet sich nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Fliegen wir erstmal am besten da hoch, war Jess? Vielleicht habe ich ja dann doch was übersehen. Hier unten oder so? Oder gar hier oben? Da war ich schon drin. Ich schweb jetzt mal darüber. Aber das bringt nichts. Das hier wird es auch nicht sein. Nein, nein. Das ist es auf jeden Fall nicht. Tja, Orti. Ich glaube, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich finde hier nichts mehr. Ah ja. Doch, da ist noch was. Okay. Hätten wir doch noch eins gefunden. Nicht, dass die Dinger hier irgendwo rumkleben. Da oben war auch noch eins. Habe ich gesehen, eins fehlt noch. Das ist 100 pro auch irgendwo hier oben. Aber man sieht es so schlecht wegen dem Licht. Das war schon mal nicht. Eins fehlt noch. Ach ja. Wo ist das nur? Es ist wahrscheinlich nicht unten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Es muss irgendwo oben sein. Wahrscheinlich hier oben bei dem... Ah, da ist es ja. Na bitte, geht doch. Dann können wir auch eine weitere Mission für Artie wieder annehmen. Hat doch ein bisschen länger gedauert, aber wenn man nicht weiß, nach was man suchen muss, ja, dann ist das halt so. Jetzt müssen wir in den Krankenflügel gehen. Die Frage ist nur, wie groß ist der Krankenflügel? Auf jeden Fall müssen wir erstmal wieder zurück zum Kontrollpunkt. Und dann begeben wir uns in den Krankenflügel, der nochmal, weiß ich nicht, wo war. Wo war denn der Krankenflügel? War der bei der Forschung? Nee, da war der nicht. Ah ja, hier ist er. Wie komme ich da am besten hin? Logistik ist der schnellste Weg. Genau, da gehen wir hin. Und da sind wir auch schon bei der Logistik. Und wo zum Geier war nochmal der Krankenflügel? Der war irgendwo dort hinten, glaube ich, oder? Ja, genau. Wir müssen erstmal hier durch. Da ist der Krankenflügel. Und gleich von Anfang an die Augen offen halten. Irgendwo muss hier der Funkus sein. Aber das sollte jetzt in diesen Räumlichkeiten mehr auffallen als wie woanders. Jetzt komme ich auch endlich durch diese Tür. Ist hier irgendwo der Funkus? Ich habe nichts gesehen. Wehe, ist der in dem Raum da drin, ne? Ah, da hinten hätte ich nur durchgehen können. Verdammte Axt. Naja gut, das ging schon mal schief, aber ich musste das ja irgendwie ausschließen. Da hinten war noch ein weiterer Zugang, also weiter hinten in dem Raum. Oh, jetzt bin ich ja falsch. Obwohl, komm, das nehmen wir glatt mal mit. Uah. Jungs, was soll denn das? Warum taucht ihr einfach hinter mir auf? Das hat bestimmt wehgetan. Irgendwo war hier noch einer. Genau, da vorne war der. Jo, was geht ab bei euch? Alles klar soweit? Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte vielleicht noch gehofft, dass wir hier noch auf so einen Boss oder sowas treffen. War leider nicht der Fall. War ich da hinten schon drin? Ich denke schon. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ich war völlig falsch. Wir müssen nämlich nach dort drüben. Ich werde es natürlich nochmal versuchen, in diesen Raum reinzugehen, aber schnell reinsprinten und gucken, was da hinten in dem Raum ist und dann wieder raus. Ich kann mich ja beim Kontrollpunkt, glaube ich, wieder aufladen. Oder ich schaue erstmal so weiter nach dem Fungus und wenn ich dann wirklich nichts finde, ja gut, dann ist da vielleicht noch was. Verdammt, den habe ich nicht getroffen. Dich beschmeiße ich mit dem Mülleimer. Was hast du jetzt davon? Du kannst
kannst mir gute Dienste tun. Helf mir mal bitte. So weit, so gut. Aber hier vorne sieht jetzt auch nicht so wirklich was nach Fungusbefall aus. Ihr seht ja, die Räume sind komplett sauber. Der ist jetzt draufgegangen. Komm schon, Jess, öffnet das. Naja, ich konnte einfach nicht anders. Ich musste da rein. Also da ist auf jeden Fall kein Fungus. Aber dafür haben wir hoffentlich die Objekte bekommen, die hoffentlich auch gespeichert wurden. Dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach dem Fungusbefall. Hier vorne scheint es wirklich nichts zu geben. Ich hoffe auch wirklich, dass die Objekte gespeichert wurden. Sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe. Und hier sieht auch nichts aus, irgendwie, dass irgendwas befallen wäre. Ich muss jetzt in jeden Raum hineinschauen. Hier gibt es auch nichts. Der Krankenflügel wird da hinten angezeigt. Dieser Bereich? Echt jetzt? Okay. Na ja, gut. Zum Glück können wir jetzt auch mit dieser Berechtigungsstufe hier wieder rein. Oder was heißt hier wieder? Wir waren zum ersten Mal hier drin. Was haben wir da? Ein weiteres Multimedia-Dokument gab es da. Und noch ein paar Behälter. Na, ist doch schön. Aber irgendwas konnte ich da nicht aufnehmen. Okay, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Aber da vorne lag noch was. Ich konnte irgendwas nicht mitnehmen. Was war denn das? Rückstoß. Ach nee. Das brauche ich nicht. Jetzt gilt es, sich in diesem Bereich umzuschauen. Hier drin ist der Fungus auch. Na gut. Zeit Sonder auf Holland, sagt sie. Zog die Waffe. Okay, immer wenn Jess was sagt und wir Artis Musik hören, scheinen wir richtig zu sein. Und ihr seht ja, hier ist überall Fungusbefall. Aber nicht das, was wir suchen. Glaube ich jedenfalls. Nee. Vielleicht hier drinnen irgendwo? Das da? Nee, hätte ja sein können, dass wir es nur von hier sehen. Aber da scheint nichts drinnen zu sein. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Jess hat jetzt dazu auch was gesagt. Also brauchen wir an anderen Orten auch gar nicht schauen. Oh nein, 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 nein. Aus dem Rollstuhl ab. Verdammt, verdammt, verdammt. Irgendwas hatte ich wieder geheilt. Brauch mal kurz deine Hilfe. Der kann jetzt mal auf das Ding da schießen. Irgendwo ist noch so ein anderer Zischer, der dich hier heilt. Den einen Fungus hätte ich schon mal getroffen. Der war dort vorne an der Wand. Okay, jetzt ist der hier vorne hin. Spielt jetzt aber keine Rolle. Was war das? Ach ja, stimmt. Hier war auch nochmal so ein Raum. Ich glaube, hier war noch irgendwo so ein Raum, wo ich rein konnte, wo dann auch wieder so ein Zeug drin ist, wo ich Schaden nehme. Das ist doch sowas. Klar, das ist sowas. Oder nicht? Nee,
Doch nicht. Also wenn ich jetzt wirklich nichts finde, wird es das wahrscheinlich dann doch sein. Bin mir aber nicht sicher. Da oben ist noch was. Ich hoffe, das geht diesmal etwas schneller. Und dass ich nicht wieder drauf gehe. Aber wie immer sind bei mir alle Angaben ohne Gewehr. Da oben ist auch noch was. Das wäre ja echt zu krass gemacht, wenn die das in diesem kleinen Raum da verstecken würden und ich kann das nur aus einem bestimmten Winkel treffen. Wie groß ist denn der Krankenflügel? Na, das gehört, glaube ich, auch noch dazu, wa? Nee, jetzt sind wir schon wieder im Sicherheitsbüro. Aber das, was da drinnen klebt, sieht wirklich so aus wie der Fungus. Und der Bereich ist auch nicht so groß. Eigentlich sollten wir das hier alles recht schnell finden, aber eigentlich liegt immer im Auge des Betrachters. Zwei Dinger müssen irgendwo noch sein. Da war es nicht. Aber jetzt bin ich doch schon wieder am Anfang. Ach nee, hier ist ja noch eine Tür. Na, sieh mal einer an. Eins fehlt noch. Das hätte ich ganz gerne. Ich bin mir sicher, das ist das eine da hinten in dem Raum, in der Lücke. Das muss es echt sein. Da oben ist keine Öffnung. Weil hier ist nichts mehr. Hier steht auch der Wagen von Arti. Deswegen läuft doch die Musik. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Hier drin war doch auch so ein Ding, oder? Klar, das war doch hier dran. Ich gehe mal auf den Dreh und dann schieße ich damit mal rein. Ich habe recht behalten. Mit dem Dreh haben wir es erwischt. Da war wirklich der letzte Fungus. Na, ist das nicht toll? Hartnäckigkeit zahlt sich doch mal wieder aus. Jetzt wisst ihr, wo alle Fungus-Sachen sind. Je nachdem, ob ihr das natürlich auch sucht, weiß ich ja nicht. Nein, 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 nein. Den brauche ich mal. Okay, da ist neben mir eine Rakete eingeschlagen. Wer war das? Das warst du da hinten, wa? Oh, ich hab's kommen sehen und konnte nichts gegen machen. Schnell, andere Waffe. Jazz, die andere Waffe. Jetzt brauche ich deine Hilfe auch nicht mehr. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Schnell zurück zum nächsten Kontrollpunkt. Ich weiß ja gar nicht, wo müssen wir denn jetzt generell hin? Irgendwo war noch was. Wo war denn der Kontrollpunkt? Oh, völlig falsche Richtung wieder gelaufen. Hier kann man sich wirklich oft verlaufen in dem Spiel. Ja, ja. Okay, da ist der Kontrollpunkt. Wo ist die letzte Mission mit dem Fungus?
Die ist im Forschungssektor. Müssen wir nicht gar im Forschungssektor noch was anderes machen? Zwischerpioniere töten im Forschungssektor. Okay. Vielleicht können wir das ja auch noch abschließen. Wir haben schon wieder 5 Fähigkeitspunkte. Ist das nicht toll? Was mache ich denn? Übernehmen? Das kostet 3 Punkte, das mit dem Wuchtschild. Das würde ich ganz gerne machen. Wir machen erstmal Schweben 10% mehr. Und dann machen wir das mit dem Wuchtschild. Wenn der Schild losgelassen wird, schleudert er Schutt auf Gegner in der Nähe. Ist natürlich auch eine nette Sache. Und jetzt begeben wir uns zur Forschungsabteilung. Da müssen wir hin. Und da sind wir mal wieder in der Forschungsabteilung. Irgendwo hier muss es halt Fungusbefall geben. Oder rede mit Pflanzen. Rede mit den Pflanzen. Oh nein. Weg mit dir. Oh nein, du bist ja schon 6. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist das Ding, das die Leute heilt? Hilfe. Ach, jetzt ist es auf einmal da hinten. Na, warte. Da gehen wir doch glatt mal auf den Stich. Und dann pumpen wir das Ding weg. Jetzt werden sie nicht mehr geheilt. Ah, verdammt, Jess. Einer ist noch am Start. Nun komm schon. Ach, weißt du was, dich hau ich auch so weg. Mit was für Pflanzen können wir denn jetzt hier reden? Es geht ja nicht direkt um Fungusbefall. Das ist ja auch eine tolle Nummer. Auf was für Pflanzen soll ich da bitte schon achten? Die Jungs haben nicht mal Materialien gedroppt. Was für freche Lümmel. Welche Pflanzen sind denn bitte schön gemeint? Sprich mit den Pflanzen. Ach so. Smalltalk war nie meine Stärke. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag, kleine Pflanze. Das funktioniert, was? Ja, ich bin auch erstaunt, Jess. Also, halten wir mal fest, es müssen solche dunklen Pflanzen sein. Und die befinden sich auch nur in irgendwelchen Pflanzenkästen. Genau, das muss alles hier vorne in dem Bereich sein. Es wird ja von weiter weg auch immer angezeigt, wenn wir da was machen könnten. Also, muss ich hier alles ablaufen. Die können ja natürlich überall stecken, ja, die Pflanzen. Auch wahrscheinlich hier in einem Büro oder so. Vielleicht können wir auch mit einer kleinen Pflanze reden, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was für nette Worte Jess dieser Pflanze dazu flüstert, damit sie dann auch wieder wächst. Kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Aber hier drin ist auf jeden Fall nichts, die müssen draußen sein. Kommt Jess da hoch? Nee, kommt sie nicht. Schade. Zum Glück habe ich keine Energie verloren. Ich würde ganz gerne da hoch. Gucken, ob das von hier geht. Jawohl, das geht.
wir kommen hier nicht rein, oder? Oder? Okay, das gucke ich mir jetzt nicht an, aber es war auf jeden Fall ein neues Dokument. Hier ist auch wieder so ein Fungusbefall. Mit nur einem einzigen großen HFV. Ach so, das ist wieder nur ein Dokument von Dr. Darling, glaube ich. War die Wahl einfach, ganz simpel. Na, hier oben war ich auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht finden wir hier noch eine weitere Pflanze. Haben die im Labor keine Pflanzen, oder wie? Was sind wir denn nun? Oh nein. Nicht schon wieder das. Da sind zwar wieder irgendwelche Behälter drin, aber ich riskiere das jetzt nicht. Habe ich gar keine Lust drauf. Wo zum Teufel sind die letzten Pflanzen? Da drüben war ich, glaube ich, schon. Da ist, glaube ich, nur eine. Genau. Ach, so sehen die aus. Ich hoffe, diese Zische haben mich nicht zu sehr belästigt. Na toll, ich glaube, wir müssen noch 4 weitere finden. Da ist wieder eine. Ich wünschte, meine Blätter wären so hübsch wie deine. Ja, Jess, das machst du ganz toll. Lass uns bitte schnell die nächsten Pflanzen finden. War dahinter noch was? Vielleicht auf den Toiletten? Weiß man ja nicht. Hier sind auf jeden Fall auch Pflanzen. Aber sind hier auch welche, mit denen wir reden müssen? Wehe, ist irgendwo einer in der Toilette drin. Aber ich glaube nicht. Ich kann ja mal in jeder reinschauen. Macht man ja so, wenn man in der Toilette ist. Jedenfalls, wenn kein anderer da ist. Kann ich das kaputt machen? Ach so. Okay. Hier war ich also schon. Naja gut, rennen wir in die andere Toilette hinein. Checken wir das einfach mal ab. Ah, nee. Ich glaube, hier haben wir Pech. Ja, das war's. Nochmal umschauen und nein. Da gibt es nichts weiter. Uns fehlen noch 3 Pflanzen. Glaube ich jedenfalls, dass es noch 3 sind. Aber die müssen ja auch in so einem Beet drin sein. Geht ja gar nicht anders. Hier kommen wir auf jeden Fall zu Dr. Underhill, wenn wir dort runtergehen. Oder wir können wahrscheinlich auch einen Fahrstuhl rufen. Das gehört aber, glaube ich, nicht mehr zum zentralen Forschungssektor. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die letzten 3 Pflanzen? Hier vorne ist, glaube ich, wieder eine. Genau. Hast du eine Familie? Ich habe einen Bruder. Ich vermisse ihn. Vielleicht ist sogar noch eine hier drinne. Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Aufschlussreiches Muster. Das war das Material. Ist das jetzt immer noch der Forschungssektor? Aber hier war ich schon. Genau, dort hinten haben wir, glaube ich, mit der ersten Pflanze sprechen können. War das nicht die hier vorne? Ah, hier ist noch eine. Sie nennen mich Direktorin. Aber was heißt das schon? Ich habe keine Erfahrung als Führungskraft. Ich habe das noch nie gemacht.
Ach, Jess, das machst du ganz gut. Das gehört auf jeden Fall nicht mehr zum Forschungssektor. Eine fehlt noch. Ich muss hier vorne nochmal rangehen, aber ich glaube, hier war ich schon, ja. Da konnten wir auch gar nichts machen. Mit der konnten wir nicht reden. Von da unten kam ich ja. Ich glaube, ich habe mir den unteren Bereich noch nicht komplett angeschaut. Sicher bin ich mir aber nicht. Wir sind doch da einmal unten lang gelaufen, genau. Das hier vorne war die Cafeteria. Hier unten waren, glaube ich, die Toiletten. Hier war auch noch eine Pflanze. War ich in der Tür schon drin? Ja, da war ich schon. Hier geht's jetzt raus aus dem Forschungssektor, wa? Naja, obwohl. Wir sind immer noch im Forschungssektor. Aber hier sind keine Pflanzen. Aber warum können wir diesen Schalter betätigen? Naja gut, da passiert nichts mehr. Wo ist das letzte Pflänzchen? Hier muss irgendwo noch die letzte Pflanze sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon jetzt gesagt habe. Aber es ist halt so. Es wäre echt toll gewesen, wenn sich das Gebiet ein wenig verkleinert hätte. Denn dann könnte ich halt gewisse Bereiche ausschließen. Aber ja, geht ja nicht. Hier bei den Bäumen, ja gut, da wird auch nichts sein. Meist war das doch so, wenn eine Pflanze hier war, dann war noch eine andere in der Nähe. Die da vorne haben wir schon. Das wäre es ja noch, wenn die daneben... Nee, die geht auch nicht. Warum ist in der Cafeteria keine? Oder bin ich da zu schnell vorbeigelaufen? Nee, bin ich auch nicht. Schade. Ja, ich weiß nicht. Die muss dann irgendwo weiter oben sein. Hier war ich, glaube ich, schon. Genau. Hier war ja auch einer. Das hätte jetzt hier die letzte Pflanze sein können, aber nein. Verdammt, verdammt. Gehen wir mal weiter höher. Irgendwo muss noch was sein. Da oben war ich auch schon drinne. Vielleicht hier vorne noch irgendwo im Dunkeln. Ihr wisst ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Vielleicht auch für Pflanzen. Leider trifft das nicht auf Pflanzen zu. Nun komm schon, Jazz. Wir müssen die letzte Pflanze finden. Hatte ich hier nicht vorhin angefangen? Genau.
hatte ich doch. Aber ich bin nicht weiter höher gerannt, okay. Ich will den Bereich hier oben nochmal abchecken. Nein, da waren wir schon. Mit der hier vorne haben wir auch gesprochen. Hier hinten war auch nichts mehr. Dann kann die nur noch da oben sein. Geht ja gar nicht anders. Weil so weit oben war ich, glaube ich, nicht. Verdammt. Du kriegst einen Feuerlöscher ab. Es könnte sein, dass hier die letzte Pflanze ist. Aber erst, wenn wir die Gegner fertig haben, können wir auch mit der reden. Und flüstern dir da tolle Worte zu. Du brauchst dich da gar nicht verstecken. Er macht's trotzdem. Ich glaube, wir haben die letzte Pflanze gefunden. Aber wir können erst mit ihr reden, wenn alle Gegner weg sind. Nur wüsste ich ganz gerne, wo die Gegner sind. Wo sind denn die letzten Gegner? Was waren das für Dinger? Munitionskosten, Schleuderkosten, nee. Ich bin mir sicher, wir haben die letzte Pflanze gefunden, aber leider kann ich jetzt nicht mit dir reden, weil ich dafür einen Gegner töten muss. Fragen ausgewertet. Zu den oh nein, Dr. Darling quatscht wieder. Schnell raus hier. Jazz, wo sind denn die letzten Gegner? Da unten. Verdammt, da hätte ich doch glatt mal die Granate von dem nehmen können. Da war ich wieder zu langsam. Verdammte Axt, jetzt sind die Gegner verschwunden. Nein, da war ich zu langsam. Ich glaube, das war wieder so ein Agent, von dem wir hätten einen Beutel kriegen können. Oh. Verdammt, das habe ich verkackt. Schnell hoch und mit der letzten Pflanze reden. Sofern es die letzte war, aber ich glaube schon. Genau. Nein, es kommt wieder Gegner. Ja, das ist doch echt hier nicht wahr. Leute, wollt ihr mich heute nerven? Ja, ich weiß, du bist nur mit dem Stich klein zu kriegen. Lass mich raten, jetzt taucht der Gegner da unten wieder auf. Oh. Ah, da ist der Agent wieder. Sehr schön. Lass mal den anderen Jungen weghauen. Verdammt. Warum ein bisschen Lebensenergie? Jetzt ist der schon wieder weg. Ich fass es nicht. Geht der Scheiß auf Zeit oder was? Und jetzt tauchen wieder Gegner auf. Leute, wollt ihr mich hier abrollen? Mit abrollen meine ich, ob die mich verarschen wollen. Das sagt man bei uns so umgangssprachlich. Natürlich. Jetzt kommt auch noch der Klon. Das wollte ich zurückschleudern. Wie kommen denn hier heute? Das darf doch echt nicht wahr sein. Da ist wieder der Agent. Jetzt ist er wieder weg. Okay, egal. Können wir jetzt mit der Pflanze reden?
Bitte. Das Chlorophyll bringt das Grün an deinen Blättern richtig raus. Das waren alle? Ich wünschte fast, das wären mehr. Sie hören wirklich gut zu. Na, endlich hätten wir den Scheiß abgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, das mit den Agenten, das hätte ich schon ganz gerne gemacht. Wo ist denn jetzt hier dieser blöde Kontrollpunkt, der ist irgendwo da oben, wa? Nee, Quatsch. Da drüben ist der. Genau. Ich weiß auch wieder, wie ich da hinkomme. Hier ist der Fahrstuhl, da vorne ist der Kontrollpunkt. Jawohl. Und wir haben natürlich noch eine weitere Mission. Das wäre dann das mit Dr. Underhill. Alte Wucherung, genau. Wir haben schon 2 von 6 Agenten oder ehemalige Ranger besiegt. Das jetzt wäre wahrscheinlich der dritte gewesen. Finde den Spiegel in der Synchronizität. Ja, wenn ich wüsste, wo das ist. Aber egal. Was können wir uns jetzt mit den Fähigkeitspunkten holen? Den Schlag will ich nicht verbessern. Gegner schleudern. Können wir noch Schweben verbessern? Jawohl. Machen wir glatt mal. Naja gut, ich würde sagen, da die Folge jetzt auch schon wieder leider in Überlänge ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge kann ich mich ja noch um 2 weitere Nebenmissionen kümmern, bevor wir dann auch die Hauptgeschichte vorantreiben. So ist auf jeden Fall der Plan. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich euch damit geholfen habe, die Fungos-Dinger und die Pflanzen zu finden, könnt ihr gerne einen Kommentar lassen, würde mich sehr darüber freuen oder vielleicht sogar eine Bewertung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Control.